Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Es ist soweit, oh ja, oh ja, Sephiroth muss dran glauben. Hoffen wir es, oder? Na dann, legen wir einfach mal los. Hey, du denkst auch nicht daran, mich zu verlassen. Als ob, Tifa, niemals. Was denkst du nur von mir? Mein Gott. Dies ist die Mitte des Planeten? So, und jetzt können wir mit allen nochmal in Ruhe reden. Lass uns das endlich erledigen! Cloud, guck! Mystil erhalten! Ba, 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 ba. Und da haben wir unser zweites Mystil. Nice, oder? Unser drittes, besser gesagt, meine ich. Und damit haben wir jetzt drei Stück und jeder trägt ein Mystil. Perfekt für den Kampf. Und auf mein Setup kommen wir gleich zu sprechen. Hier, Cloud. Wachsamkeit. Nice. Hey, Cloud, das habe ich gefunden. Elixier. Hm? Endlich haben wir es geschafft. Oh ja. Gib darauf Acht. Megalixier, Was? Übrigens, Jaffi, hast du nicht was gefunden? Okay. Hier, Cloud. Wolltest du das einfach behalten? Aber ich hab's gefunden, also gib's mir zurück, wenn du fertig bist. Ja. Tja. Dann gehen wir mal aufs Setup ein, oder? Also, die Ausrüstung haben wir ja schon gesehen. Ultimative Waffe, Mystil. Und alle haben Mystil und Schleife und ihre ultimativen Waffen. So. Doppelangriff, zweimal Zauber. HP plus HP plus. Ich meine, warum nicht, ne? Masterzauber verbunden mit alle. Auch ganz nett, falls wir ein paar Zauber benutzen wollen. Was wir auf jeden Fall tun werden, was jetzt zwar nicht ultra wichtig ist, aber es ist sehr praktisch. Dann Feindeskönnen haben wir. So, Nachahmen, Kombi-Befehl-Angriff, damit Reg bei einem Konter Nachahmen macht, zusammen mit Fernwirkung, weswegen ich ihn gleich nochmal in die letzte Reihe packen sollte. Wiederherstellen, mega alle, damit ich es mal gemacht habe, warum nicht. Feindes können, MP+, MP+, MP+. Und beim Sith haben wir den guten alten Maxi-Schlag, Master-Befehl, MP+, MP+, MP+. Feindes können und wiederherstellen alle. Ja, von daher, mit diesem Setup sollten wir doch wohl in der Lage sein, unserem letzten Kampf gegenüberzutreten. Lasst uns aufbrechen. Okay, allesamt, lasst uns die Kurve kratzen. Verdammt, schon wieder. Hör auf so zu jammern. Kannst du nicht sagen, geh raus oder irgend sowas? Geh raus. Was? Guck dir die Zahl an. Fuck, sie kommen alle raus. Cloud, geh du zuerst. Oh, falsche Stimme. Ich kämpfe hier auch. Halt die Klappe, du Idiot. Das bringt uns auch nichts, wenn wir alle hier unten sind. Barrett hat recht. Du nimmst zwei von uns mit und gehst zuerst. Der Rest stößt später wieder zu euch. Ist das ein Übungslauf, bevor es ernst wird? Ja, die Generalprobe. Hehe, kein Problem. Macht wahrscheinlich mehr Spaß, hier unten gegen Sephiroth zu kämpfen. Vielleicht eine gute Art, die Zeit zu vertreiben. Sie kommen. Sie sind bereits auf dem Stockwerk neben uns. Cloud, beeil dich und entscheide dich. Okay, okay. So, mein Team steht fest und das sind die ganzen anderen Leute, die ich nicht mitnehme. Tut mir leid, Jungs. Und Mädels natürlich. Ja, ihr habt alle ganz nette Stufen bekommen, ne? Aber Cloud Level 72, das alte Monster. Das kann heiter werden. Ihr alle. Bis später. Later. Ja, später. Oh Mann. Huh? Alle ready? Alle ready. Na dann,
legen wir los. Die Mucke ist schon mal verflucht geil. Sagt, was ihr wollt. Das hier ist natürlich nicht Sephiroth. Nein, 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 nein. Es gibt ja auch noch ein paar andere Gegner. So ist ja nicht. Holy shit, das war nett. Das war auch ziemlich nett. Auch wenn nett ein seltsames Wort ist. So, von daher kannst du natürlich nochmal schön deinen heulenden Mond benutzen. Vielleicht lernt er sogar noch seinen neuen Limit, seinen dritten. Dann könnten wir ihm Level 4 Limit geben. Da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Dasselbe gilt natürlich auch für ihn hier. Obwohl, es dürfte... Wow! Das Viech hält ganz schön was aus. Selbst Zit hat Probleme, bei dem durch die Verteidigung zu kommen. Krass. Adrenalin, das klingt nach einem Konter oder so. Oder er wird noch stärker. Ah, er hat Barriere. Das erklärt's. Ja, das nenne ich einen Konter. Schaffst du's? Jawohl! Nice! Interessanterweise kam Red deutlich besser durch die Barriere. Vielleicht war sie auch schon schwächer. Das könnte Sinn ergeben. Gut. Jawohl, beide gleichzeitig haben ihren letzten Level 3 Limit Break bekommen. Das nenne ich mal Timing aus der Hölle. Doch, nichtsdestotrotz sollte ich meine Recken vielleicht nochmal heilen. Und Red ruhig, wenn er schon Fernangriff hat, in die letzte Reihe legen. So. Ich glaube, endgültiger Himmel war Red. Nein, das war falsch. Spirituelle Kraft passt eher. Auch nicht. Hä? Welches war nochmal deins? Kosmogedächtnis. Ja, ach, ja, natürlich. Okay, klar. Ja, ta-da-da-da. Und, oh, wir haben hier noch Glück. Cloud, das kannst du immer gut gebrauchen. Genauso wie Wachsamkeit. Und die High Wind. Sid, das gefällt mir, her damit. So will ich das hören. Das nenne ich echt mal geil. Erdangriff wäre übrigens, wir könnten uns nochmal angucken, ein Angriff gegen alle Gegner gewesen und Kosmogedächtnis, Angriff gegen Gegner, wow. Was für eine spannende Beschreibung. Das nenne ich echt mal Timing. Fügt Gegner großen Schaden zu. Das klingt doch schon mal viel, viel besser. High Wind. Okay, da sind alle sowas von furchtbar ready. Weiter geht's. Ja? Hier runter, okay. Oh, die Musik ist so spannend. Okay, ich bin nicht mal selber gesprungen, das war automatisch und dementsprechend war auch der Kampf automatisch. Was kommt diesmal? Oh, ein ganz hässlicher. Hatten wir dich nicht schon mal? Ist ja auch egal. Leg einfach los. Anormaler Atem? Naja, zum Glück haben wir Schleifen, ne? Ach, so ein Pipi-Schaden. Damit habe ich kein Problem. Cloud, behave. Excellent. So. Das war schon mal massig Schaden. Ja. So, jetzt macht das. Sehr gut. Ja. Da unten sieht aus wie eine Stadt, oder? So vom Weiten. Und natürlich kommt noch ein Kampf. Man ist voll gepumpt bei dem Kampf hier. Wahnsinn. Okay, Cloud. Hau ihn ruhig jetzt schon mal raus. Mal gucken, was dieser Kerl... Wie heißt er denn nun? Achso, ich kann es gar nicht mehr nachgucken. Ah, schade. Aber ich glaube, der Omnischlag dürfte reichen. Oh ja. Mhm. Ja. Und? Ja, ich würde mal sagen, absolut desaströs vernichtet, aber knallhart. Aber hey, dafür ist es da. Übrigens gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr zurückzukehren. Nicht, dass man das machen will, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Und ihr seht mal, wie das aussieht, wenn man alle Zauber im Spiel hat, was alles gibt, ne?
Oh, da fühlt man sich wie Sephiroth, nur noch besser. Demi 3. HP, ein Viertel der HP als Schaden. Boah. Stummheit, Verwirren. Klein. Frosch, Tobsucht. Stopp, langsam, schnell. Barriere, Z-Barriere. Reflexion. Tod. Endzauber. Entbarriere. Entkommen. Entfernen. Wand. Barriere und Zauberbarriere. Komet, Komet 2, Gefrieren, Flamme, Tornado, Zerbrechen, vollständige Heilung, kostet auch einfach mal 99 MP, Schild, extrahiert Zauberverteidigung und natürlich Ultima. Sind wir da? Ja. Es sah nur aus wie eine Stadt. Es sind eher kleine Kästchen. Wo sind wir? Was? Genova! Es kommt! The last battle. Boss Hype! Okay, Genova Synthesis. Es hat mehrere Teile. Wie heißt es auf Deutsch? Genova Synthese, genau. In Ordnung. Und erstmal wollen wir möglichst alle platt machen. Von daher sind eure super Doppel- und Dreifachschläge schon mal gar keine so schlechte Wahl. Ach, seht ihr? Die Teile sind schon weg. Hat's noch viel? Ah, es ist nur noch das Mittelteil. Perfekt. Von daher warten wir kurz einen Moment. Cloud, Doppelschlag. Du machst, Nachahmen. Boom. Was für ein Schaden. Boom! Fuck you, Genova. Fuck you. Tja, das war's mit Genova-Synthese. So easy, Leute. So easy. Gar kein Problem für mich. What the fuck? Okay. Nächster Halt, Lebensstrom. Und jetzt? Licht. Ein Licht. Ist das... Ist dieses Licht heilig? Also holy. Das holy. Oh, verdammt, Mann! Barrett? Was? Also sind wir alle wieder beisammen? Wow. Sephiroth! Ist das die wahre Macht von Sephiroth? Mein Körper! Ich habe die Beherrschung über meinen Körper verloren. Meine Vorderbeine, meine Hinterbeine, mein Schwanz reißt fast ab. Das ist auf keinen Fall gut. Dem sind wir echt nicht gewachsen. Ich weiß nicht, ob ich weiter... Cloud. Da. Es ist da. Cloud? Holy ist da. Holy leuchtet. Eris Gebet leuchtet. Holy, Eris. Es ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht das Ende. Verbündete in zwei Gruppen aufteilen. Partei mit drei Personen bilden. Natürlich kommen da wieder Red mit. Und Sid, denn man kann in diesem Kampf, wenn Leute sterben, kann man sie austauschen gegen die nächsten drei.
Ist doch nett. Okay. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. Das ist toll zu wissen, oder? Ich kann ja nochmal so freundlich sein zu meinen Charakteren und sie heilen. Los geht's. Und jetzt, ach ja, natürlich, zwei Gruppen. Ich glaube, es spielt keine wirkliche Rolle jetzt für mich, da ich sie eh nicht benutzen werde und sie auch keine Substanzen und alles haben. Vincent ist awesome. Barrett, Tifa. Ist auch Story Reasons, sag ich mal. Und tut mir leid, Jungs, aber ihr kriegt gar keine Ausrüstung. Okay. Lasst uns gehen. Wir verlieren auf keinen Fall. Ich halte bis zum Ende durch. Für unsere Zukunft und die des Planeten. Jetzt verstehe ich, Opa. Das ist mein Auftrag. Ich werde es nicht zulassen, dass der Lebensstrom oder das Leben des Planeten vernichtet wird. Ich war in der Zeit stecken geblieben. Aber jetzt habe ich das Gefühl, als sei meine Zeit endlich gekommen. Sephiroth, jetzt bist du in der Reihe, zwischen den Zeitaltern zu schlafen. Aeris Erinnerung. Unsere Erinnerung. Wir sind gekommen, um euch zu sagen, unsere Erinnerung. Komm, Planet, zeig uns deine Antwort. Und Sephiroth, auf die Begleichung unserer Rechnung. Boss Time! Damn. Er sieht nicht nett aus. Absolut nicht. Okay, von daher legen wir doch erstmal los. Große Wache für alle. Und ich glaube, Slash All ist angebracht, weil der kehrt jede Menge. Bizarro Sephiroth übrigens. Und der hat ganz, ganz viele Teile, wie ihr sehen könnt. Cloud, ich glaube, Ultima ist keine schlechte Idee. Aber erstmal große Wache, die können wir alle gut gebrauchen. Vor allem sind wir alle dadurch schnell und wir können mit der Barriere etwas... Oh Gott. Okay, ich glaube, irgendein Viech haben wir damit schon getötet. Oder haben wir mehrere Teile schon getötet? Ich weiß es nicht. Kopfteil B tot. Besorgt um die anderen Mitglieder? Eigentlich nicht. Wie viele sind noch da? Oh, doch noch ein paar. Blitz 3? Oh, oh. Verfehlt. Ein Hoch auf Mystil. So, Cloud. Zeig ihm mal die ultimative Macht. Damn. Das ist Schaden. Rechter Zauber tot. Tot, beide tot. Eigentlich nicht. Nochmal Ultima. Putz! Er hat aber immer noch so ein paar dicke Teile. Und das eine Ding da oben können wir, das unten können wir irgendwie gar nicht platt machen. Von daher gehen wir einfach mal aufs A. Halt er sich? So ein Schweinehund. Für 6000, das ist gar nicht wenig. So. Ne, jetzt müssen wir uns aufs eine große konzentrieren. Kopfteil B wiederbelebt. Okay. Wir kopieren jetzt immer wieder das, was Cloud macht. Wird schon hinhauen. Er haut einfach mit Double Cut aufs Hauptteil. Weil das müssen wir zerstören. Das muss doch wehtun, Sephiroth. Selbst dich, du Ungeheuer. Heilt er sich schon wieder? So ein Feigling. Und für so viel. Das war ein Schlag umsonst, mehr oder weniger. Wahnsinn. Ja, aber das kann er auch nicht ewig aushalten. Stigma. Na, jetzt kommen die ganzen Sachen von ihm einzeln an die Reihe. Seine ganzen Körperteile, die machen ja jetzt Sachen. Okay. Was richtet das an? Das sieht böse aus.
feel the power of Mistile. Na, hab ich dich? Hab ich dich gekillt endlich? Yes! Bizarro Sephiroth? Go die! Haben wir es geschafft? One-Winged Angel. Das legendäre Sephiroth-Lied. Das Lied überhaupt. Ich glaube, es gibt von kaum einem Final Fantasy-Lied so viele Gitarren, Elektro-Gitarren und Metal-Cover, es ist unglaublich. Von daher bin ich auch still. Das ist einfach zu awesome. Aber wie wir sehen, er ist noch lange nicht tot. Jetzt geht's erst richtig los. Es ist Retter Sephiroth und diesmal ist er auch ein einziger Teil. Und er ist heftig. Er ist nicht von schlechten Eltern. Regeln auf alle. Nach der großen Wache, wir können's gebrauchen. Tja, und dann, ich glaube, er zaubert Barrieren aus sich. Müssen wir erstmal testen. Ich kann natürlich auch ganz dreist einfach mal noch Heldentränke auf uns schmeißen. Why not? Schattenflamme? Oh Gott, das feines Kennen, das können wir, das haben wir auch. Oh, damn. Ja, er hat Barriere auf sich. Gut zu wissen. Ja, der Heldentrank ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und, was wollte ich machen? Genau. Wir haben noch vorhin extra mal geguckt, was wir so Sachen haben. Endbarriere. Genau. Damit können wir seine Barrieren zerstören und wieder an ihn rankommen. Sephiroth. Und? Nice. Oh, jetzt habe ich es zweimal gemacht. Das war unnötig. Einmal hätte, glaube ich, auch gereicht. Sicher ist sicher, ne? Oh, oh. Okay, Cut. Cut. Und noch mehr Cut. Erreicht nicht möglich. Oh, ficke die Fuck. Er kommt wenigstens ran. Shit. Okay. Weißes Pferd? Das klingt nicht nett. Feige Sau. Warte mal, dann machen wir mit Red einfach weiter. Der kommt wenigstens an ihn ran. Supernova? Oh oh. Oh oh. Ich kann hoffen, dass Red das überlebt. What the fuck, lässt er einfach den ganzen Kometen auf uns knallen, oder was? Oh, ja, genau. Ab in unsere Milchstraße. Der holt sich aber sehr ferne, Freunde. Er zerstört die Planeten auf seinem Weg. Oh my fucking god. Oh mein Gott. Also, er macht eine Attacke, mit der er Planeten zerstört. Merkur. Venus?
Keiner mag dich, Venus. Tschüss. Fuck. Okay, er zerstört Planeten. Und diese ganze Kraft kommt jetzt auf uns. Okay, aber er kann es scheinbar ganz gut aushalten. Wow. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Das war heftig. Ja gut, X-Trank, scheiß drauf. Hier, Limit, High Wind. Wir sind fast alle tot, ey. Wahnsinn. Das war heftig. Sehr heftig. Weißt du was? Wir benutzen Pandoras Büchse. Oh, der Schaden ist nice. Weil die High Wind schießt mit Raketen. Das war nett. Come on. Was? Das war's. Tja, Planeten kannst du sprengen, uns nicht. Also wenn ihn das nicht getötet hat, dann weiß ich auch nicht, Leute. Was denn noch? Mehr konnten wir nicht tun. Warte, was ist mit Holy? Was geschieht mit dem Planeten? Das weiß ich nicht. Muss das der Planet nicht selbst entscheiden? Du hast recht. Wir haben getan, was wir konnten. Okay, allesamt. Es hat keinen Zweck, darüber nachzudenken. Unsere Sorgen lassen wir hier. Lasst uns stolz nach Hause gehen. Sephiroth ist tot. Und jetzt können wir zusehen, ob dieser Tag noch überlebt wird, weil ich glaube, der Meteor ist trotzdem noch unterwegs. Was ist passiert? Ich kann es fühlen. Was? Er ist immer noch hier. Immer noch. Cloud. Er lacht. Cloud!
der finale Fight. Omnischlag. Das war's. Lebensstrom? Ich glaube, ich verstehe so langsam. Was? Eine Antwort von dem Planeten. Das verheißene Land. Ich glaube, ich kann sie dort treffen. Lass uns gehen und nach ihr sehen. Hey, wo sind sie denn alle hin? Hey! Ich bin froh, dass ihr alle in Sicherheit seid. Sie scheinen auch alle in Sicherheit zu sein. Aber was werden wir nun tun? Heilig wird sich bald in Bewegung setzen. Und das bedeutet das hier alles. Oh Glück, verlass mich jetzt nicht. Mist! Das Blumenmädchen.
Warte doch eine Minute. Was wird mit Midgar passieren? Das können wir nicht zulassen. Ich habe alle in die Slums geschickt, um dich in Sicherheit zu bringen. Aber so, wie es jetzt aussieht... Es ist zu spät für Heilig. Der Meteor nähert sich dem Planeten. Heilig hat den entgegengesetzten Effekt. Vergiss Midgar. Wir müssen uns um den Planeten kümmern. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Lebensstrom. Er kommt. Und das war's. Ja, Leute. Final Fantasy 7. Das war's also. Wir haben's geschafft. Was für eine lange, lange Reise. Ah, oh, das hat Spaß gemacht. Ja, was gibt's über das Spiel groß zu sagen, oder? Es gehört für viele Leute zu Standard-Top 5 oder Top 10 der besten Videospiele der Welt. Beziehungsweise zumindest auf jeden Fall zu den besten Rollenspielen oder zu ihrem Lieblings-Final Fantasy. Ich persönlich habe da eine andere Meinung. Ich persönlich finde einige Elemente in Final Fantasy 8 zum Beispiel besser. Auch wenn ich sagen muss, dass das Substanzsystem hier in diesem Game auf jeden Fall echt eine coole Idee war. Super reibungslos funktioniert. Naja, es war das allererste Final Fantasy, das den europäischen Markt erreichte offiziell. Dementsprechend merkte man auch, dass die Übersetzung kompletter Murks ist an vielen Stellen, aber dadurch einen gewissen Eigenhumor entwickelt, der jetzt auch nicht so verkehrt ist. Ja, das Spiel ist grafisch natürlich unglaublich schlecht gealtert, hat aber trotzdem noch seinen eigenen Charme und gefällt mir definitiv. Der Sound ist über alles erhaben. Vor allem die Musik ist großartig. Für die damaligen Verhältnisse sind die Zwischensequenzen bahnbrechend gewesen. Die Story ist wirklich großartig und sie gehört definitiv zu einigen der besten Stories in Rollenspielen. Zeigt viele Aspekte auf, Pro, Contra, von wie man die Natur nutzen sollte und sowas. Und das sind einfach gute Botschaften meiner Meinung nach und kann man wirklich unterstützen. Gameplay-technisch kann man, wie gesagt, auch nicht viel meckern. Es bietet eine Menge Kram, es gibt eine Menge zu erleben, eine Menge zu entdecken. Und wenn man alles erleben will, braucht man echt schon eine ganz schöne Zeit.
Vor allem, wenn man nicht wie ich das Spiel schon mehrfach durchgespielt hat oder sich im Internet Hilfe holt. Dass man bei gewissen Sachen aber fast nicht drumherum kommt, weil auf viele Dinge kommt man einfach nicht. Ja. Ansonsten, was gibt's noch groß zu sagen? Final Fantasy VII. Die Legende. Falls ihr wissen wollt, wie es mit der Story von Final Fantasy VII und den Charakteren aus diesem Spiel weitergeht, guckt auf jeden Fall Final Fantasy VII Crisis, Crisis Core, Advent Children, den Film gibt's auf DVD und Blu-ray nun schon seit Ewigkeiten, mittlerweile auch einen Director's Cut, der noch besser sein soll, den ich leider gar nicht besitze. Und es ist wirklich nicht nur optisch ein unglaublicher Genuss, sondern es ist auch storytechnisch und von allen Punkten auf jeden Fall wirklich spannend, interessant, man freut sich, die ganzen Charaktere wiederzuerleben. Ich kann dabei vor allem die japanische Sprachspur empfehlen, ich finde sie am atmosphärischsten, auch wenn ich kein Wort Japanisch kann. Und dazu dann entweder je nach Wahl, wie ihr wollt, englische oder deutsche Untertitel. Ich fand es auf jeden Fall auf Japanisch am epischsten, wenn ich ehrlich sein soll. Guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Interesse habt. Die meisten Fans haben es sowieso getan. Und das auch mit gutem Grund. Ja, damit ist das Let's Play nach viel zu langer Zeit, also auf meinem Kanal, nun wirklich beendet. Es ist geschehen, unglaublich, kann es selber kaum glauben. Und von daher sollte ich doch am besten lieb zu euch sein, oder? Und schon bald mit dem nächsten anfangen. Was wäre das? Natürlich Final Fantasy VIII. Mein persönliches Lieblings-Final Fantasy, weil es nun mal mein erstes war. Aber man muss schon sagen, wie viele damals gearbeitet haben an dem Spiel, ne? Naja, PlayStation-Zeit. Und stellt euch mal vor, dieses Spiel war ursprünglich für die Nintendo 64 geplant. Ja, von daher können wir froh sein, dass sie im Endeffekt auf die PlayStation gewechselt sind. Schließlich ist die Power der PlayStation 1 doch um einiges höher gewesen als die des N64, wie man an vielen Stellen auch merkt. Und die... Das war ja auch ihr Lernprozess, dieses Game. Und man sieht im Teil 8 und Teil 9, was die noch alles aus der Kiste rausholen, ist schon beeindruckend. Aber da werden wir noch eine Menge technische Höhenflüge erleben. Denn, wie gesagt, nach Teil 8 kommt Teil 9, dann 10, 10, 2, 13, 13, 2 und Lightning Returns. Und dann irgendwann 15, was momentan derzeit die ganzen Leute auf der Welt fasziniert mit seinen Gameplay-Videos. Ich bin auch schon extrem gespannt drauf. Und ich habe bis zu Teil 13 alles gespielt. 13.2 habe ich selber noch nicht gespielt, Lightning Returns auch nicht. Von daher bin ich da auch extrem ahnungslos und werde dann mit euch wahrscheinlich das blind spielen, wo ich sehr gespannt bin. Aber bis das soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern. Selbst wenn ich jeden Tag ein Video bringe, das dauert noch. Ja, ich bedanke mich wie immer bei allen Zuschauern dafür, dass ihr mitgeguckt habt. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß im Let's Play und ich konnte euch ein bisschen was zeigen, was ihr teilweise vielleicht noch nicht kanntet. Vielleicht euch das Spiel überhaupt erstmal näher bringen, weil für viele Leute ist es ja auch ein altbackenes Spiel, dem sie jetzt eher aus dem Weg gehen und sich denken, ja, lohnt es sich, das überhaupt zu spielen? Ja, meiner Meinung nach schon, das ist ein Erlebnis. Und für die anderen Teile gilt das ebenso, auch wenn die Gaming-Community gerne über die neueren Teile extrem herzieht, was ich schade finde. Ja, von daher kann ich jetzt wirklich mal Final Fantasy VII auf diesem Kanal beenden. Gibt's das denn? Wer hätte das gedacht? Passiert was, wenn ich Start drücke? Nein, egal was ich drücke, es passiert nichts mehr. Und ich hoffe, es gibt nicht noch einen weiteren Abspann. Wenn doch, werde ich ihn ganz rasend schnell doch noch aufnehmen und hinten dranhängen. Und wenn nichts mehr kommt, würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, nämlich bei Final Fantasy VIII. Von daher, mein Name ist Alex. Bis dann!